Zum Tanzen habe ich euch heute nicht gekriegt, aber vielleicht nächstes Mal. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Ja, gerne. Das Liebeslied, da war was. Ich hab hier. Da ist mein Manager, der weiß Bescheid. Immer zurückzählen. Kommt die Recke. Oder wie war das? Qual. Ja, das sind Zettel. Gas! Ja! Vollgas! Staubweiß, ihr seid auch vorne. Und das stimmt sogar. Ich war damals klein und ich war in der DDR und ich war spazieren mit meiner Oma und wir kamen an einem Musikgeschäft vorbei und ich habe schon ein bisschen Gitarre gespielt und dann lag eine Gitarre da im Schaufenster. Eine einzige Gitarre, gab es im ganzen Laden. Das stimmt. Und ich habe meine Oma gebeten, sie mir vielleicht zu schenken und die hat sie mir auch dann geschenkt und es war viel Geld für sie und ich wusste gar nicht, was Geld ist so ungefähr. 2,50 Mark Taschengeld die Woche, vielleicht. Ich hätte ewig sparen müssen für diese Gitarre. Und dann kam ich mit dieser Gitarre in den Westen zurück, nach Hannover, zu meinen Freunden. Und alle haben mich ausgelacht. Wie der blöde Klötzchen hat eine Boss-Gitarre. Scheiße. Aber dann, die Revanche kam, 1989. Ich als Westdeutscher mit einer Ostgitarre in den Osten. Und die da drüben in Leipzig. Kommt aus dem Westen, hat eine Ostgitarre, was ist das, ey? Die waren nur, also das war total geil. Und seitdem, ich hab mir neulich die Gitarre nochmal gekauft. Ich habe sie nochmal gefunden im Internet. Ich habe 300 Euro dafür bezahlt. Also es ist keine teure Gitarre, aber sie hat einen sehr ideellen Wert. Meine Oma ist schon lange tot und sie ist eigentlich jetzt meine Lieblingsgitarre. Sie klingt super, sie sieht gut aus, sie passt zu mir und wenn meine Frau irgendwann mal kommt, dann hat sie die auch um. Das ist Liebe. Ich habe hier oben, da steht eigentlich Rubin. Ich wollte die Gitarre putzen, auf einmal war der Name weg. Naja,
Das war wohl zu scharfes Putzmittel. Aber vielleicht, ich mal's nach. Heute Abend an der Gitarre! Also leise kann ich auch, wollte ich sagen. Heute Abend am Gesang! Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon begriffen. Also ich habe hier auf der Gitarre habe ich einen extra Tonart immer aufgebaut. Und hier ist so ein dünnes Kabel. Und manchmal sieht man, wie da so pulsiert hier, kommen immer so dicke, das sind die Basstöne. Und das geht hier in dieses Gerät rein und hier oben, oben, oben und dann geht es hier in dieses Kabel. Hier könnt ihr genau sehen, die Verbindung, das ist die Gitarre, das ist, das ist der Bass. Und hier könnt ihr jetzt sehen, das Kabel geht hier unten lang, rum, 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 rum. Und in dieses Gerät. Und ich habe das vor ein paar Jahren mal vorgestellt auf der Musikmesse in Frankfurt. Weil der Vertrieb von Roland, die haben mich natürlich total unterstützt, aber die Firma, die das baut, kommt eigentlich aus Japan. Und es waren zwei Japaner da, die wollten sich das auch angucken, aber die haben es nicht kapiert. Weil der Typ aus Hamburg von dem Vertrieb hat mir auch schon erzählt, wenn die Japaner, wenn wir irgendwie die Geräte anders nutzen, als die sich das ausgedacht haben, dann kapieren die es nicht. Und deswegen heute am Bass! Kirsche! Kirsche! Ich habe zwei von diesen Loopern und da ist ein Schlagzeugpart drin, aber den kann ich jetzt nicht abspielen, weil der ist im anderen und der ist auf dem Festland. Tut mir leid, am Schlagzeug, der Boss persönlich heute Abend. An den bombastischen Sound, den hat Tobi mir eingestellt. Heute vielen Dank an Tobi und ohne ihn wäre das Konzert überhaupt nicht stattgefunden, weil er hat dieses ganze Haus hier umgebaut. Und vielen Dank an alle, die das Bier hier ausschenken. Ein fantastisches Bier. Ich werde mir nachher auch ein paar genehmigen. Wenn ihr denn, ich habe jetzt schon mehr getrunken, das stimmt nicht. Ein Fehler. Hey, ich bin ein bisschen krank und habe zwei andere Drogen genommen. Ich sehe dir aus, wie ein Mädchen. So, was wollte ich noch sagen? Ach so, wenn ihr, meine CDs sind auch noch. Und vielen Dank und schön, dass ihr da wart. Seid. Feiert noch, dass ihr da seid. Das ist meine alte Deutschlehrerin, wir haben uns heute wieder getroffen. Das immer noch nicht gemerkt. Ich hatte in Deutsch hatte ich auch immer schlechte Noten. Und, aber dank ihr, an der 5 war ich vorbei. Hatte ausreichend. Ausreichend war es. Einmal Lehrer.
aus. Schon wieder? Ja. Nee, ich war noch gar nicht. Jawohl. Nein, war hier. Komm, du warst schon weg. Voll die Strickliste. So. Jetzt Damenball!